Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lebensfreude Leichtigkeit. Dein Podcast für deinen Weg der Persönlichkeitsentwicklung in deine wahre und geniale Größe. Das Ganze mit ganz viel Freude, Liebe und natürlich mit ganz viel Herz. Ich bin Daniela Kreisig und ich freue mich riesig, dass du jetzt hier mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viele inspirierende, vergnügliche und vor allem klarheitsschaffende Momente. Und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Ja, um sich vor Begegnungen mit Narzissten zu schützen bzw. die zu vermeiden, zu reduzieren, kannst du etwas tun, was dir in allen anderen Lebensbereichen auch hilft und was vor allem lebenslänglich hilft. Etwas, wovon du selbst den allergrößten Nutzen hast und dass du damit Begegnungen mit Narzissten verhinderst, reduzierst, das ist eigentlich nur ein netter Nebeneffekt. Denn wenn du dir das aneignest, was Narzissten meiden, wie der berühmte Teufel das Weihwasser, dann wirst du ganz automatisch, ganz von selbst immer weniger Narzissten in deinem Leben haben und denen, denen du begegnest, die werden vor dir schnell das Weite suchen. Somit senkst du natürlich auch dein eigenes Risiko, je wieder in einer Beziehung mit einem Narzissten zu landen. Und das senkst du fast auf null, egal ob im Privatleben oder im Job. Weil Narzissten können ihre toxische Wirkung nur dann entfalten, wenn es jemanden gibt, der ihre giftigen Pfeile auch entgegennimmt, der es sich gefallen lässt, aus welchen unbewussten Gründen auch immer, dass jemand anderes ihn klein macht, dass jemand anderes ihn beleidigt, demütigt und manipuliert. Und so jemand war ich ja auch mal, da wusste nur noch niemand, dass es narzisstische Menschen gibt. Und wenn es so jemanden nicht gibt, der sich das alles gefallen lässt, dann können Narzissten auch ihre toxische Wirkung gar nicht ausleben. Aber es wird leider noch ein ganz paar Jahre geben, in denen Narzissten genug Menschen finden werden, die unbewusst ihre Pfeile entgegennehmen, weil sie noch nicht an sich gearbeitet haben. Und du selbst darfst hier an dieser Stelle dafür sorgen, dass du dir selbst so wertvoll bist und dass du so ein großes Vertrauen in dich selbst entwickelst, dass du definitiv nie wieder zu diesen Personen gehörst. Weil Narzissten haben ein ganz feines Gespür dafür, für Menschen, die innerlich unsicher sind, auch wenn es nur eine Phase der Unsicherheit ist. Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben und die wenig Selbstvertrauen haben, die können nach außen ganz, ganz selbstbewusst auftreten. Aber wenn in denen drin es ein Fünkchen gibt, wo Unsicherheit herrscht, wo kein Selbstvertrauen herrscht, dann kannst du sicher sein, wird der ein oder andere Narzisst genau diese Stelle bei dir ausfindig machen und dort andocken. Und Menschen, die in sich ganz viel Wärme, ganz viel Mitgefühl haben, die sind für Narzissten wie ein Magnet. Denn genau das, Wärme und Mitgefühl, fehlt Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Deswegen suchen sie das bei anderen. Und wenn du schon mal in einer narzisstischen Beziehung warst, genauso wie ich, dann hast du wahrscheinlich sehr viel Wärme, sehr viel Mitgefühl. Und jemand, der eben sehr viel Wärme und sehr viel Mitgefühl in sich trägt, der sucht häufig nach Menschen, die Struktur und Stärke nach außen ausstrahlen. Und das wiederum strahlen ja Narzissten aus, also nach außen hin, dass sie innerlich noch viel, viel unsicherer sind und noch viel, viel weniger Selbstvertrauen haben als man selber. Das sehen wir im ersten Moment nicht. Und so kommt es, dass beide sich anziehen. Und wer es schon erlebt hat, weiß, dass nach dem romantischen Anfang alsbald die Ernüchterung folgt und Narzissten im Privaten
hinter der Wohnungstür quasi ihre Maske ablegen. Und wie gesagt, wenn du jetzt jemand bist, der viel Wärme, viel Mitgefühl in sich trägt, ist das großartig. Und das darfst du beibehalten. Das sollst du natürlich niemals ablegen. Weil du bist wundervoll, so wie du bist, mit deiner Wärme, mit dem Mitgefühl. Das zu haben, ist eine ganz, ganz wunderbare Eigenschaft. Und bei den richtigen Menschen und mit den richtigen Menschen kannst du mit diesen Charaktereigenschaften ein fantastisches Leben führen. Was du dazu lernen darfst, ist, dass du dein Selbstvertrauen aufbaust und ganz, ganz doll dein Selbstwertgefühl. Denn jemand mit viel Selbstvertrauen, der fällt gar nicht erst auf die Manipulation von Narzissten rein. Denn so jemand hat so viel Vertrauen in sich selbst, dass er schnell merkt, wann ihm Äpfel mit Birnen als Bananen verkauft werden oder irgendwie das eine als das andere verkauft wird. Du kennst den Spruch, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Also wenn ihm was anderes vorgeführt wird, als es ist. Weil diese Person glaubt an sich und eine Person mit viel Selbstvertrauen glaubt auch felsenfest an ihre eigene Wahrnehmung. Die lässt sich nicht was einreden, was nicht stimmt. Weil genau das versuchen Narzissten mit der Manipulation zu untergraben, indem sie sagen, das bildest du dir nur ein, du bist viel zu empfindlich, jeder Mensch sieht das sofort, aber du nicht. Das ist diese Manipulation, ich habe sie in anderen Videos schon erwähnt. Und an jemanden, der viel Selbstvertrauen hat, beißen die sich die Zähne aus, beziehungsweise die Person, die viel Selbstvertrauen hat, beendet natürlich schnellstmöglich wieder die Beziehung. Egal ob, wie gesagt, Job oder im Privatleben. Und ganz genau so ist es mit dem Selbstwertgefühl. Jemand mit einem gesunden Selbstwertgefühl, der schreckt bei der ersten Beleidigung auf und sagt ganz klar, so lasse ich nicht mit mir reden. Derjenige mit viel Selbstwertgefühl ist es sich wert, für sich einzustehen und der narzisstischen Person Grenzen zu setzen, Grenzen aufzuzeigen. Aber jemand, der wenig Selbstwertgefühl hat, der traut sich das nicht. Der hat einfach Angst. Und deswegen, weil er innerlich von sich denkt, dass er es gar nicht wert ist, gut behandelt zu werden. Und häufig sind das Menschen, die schon in der Kindheit bzw. im Elternhaus erfahren haben, dass sie nicht gut genug sind, dass sie zu nichts Nutze sind. Oder dass aus ihnen nie etwas wird. Solche oder ähnliche Sätze haben diese Menschen sehr oft in ihrer Vergangenheit gehört und haben das natürlich irgendwann verinnerlicht und glauben das von sich selbst. Und alle diese schmerzhaften Aussagen, die sorgen dafür, dass das eigene Selbstwertgefühl kompletto im Keller ist. Und wenn dann ein neuer Partner oder eine neue Partnerin kommt, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, dann führt diese Narzisstin oder dieser Narzisst genau das weiter, was in den vergangenen Jahren schon hunderte Male gesagt wurde und wo die Person innerlich selbst daran glaubt. Und deswegen ist das in dem Moment für Narzissten auch so einfach. Okay? Und weißt du, das ist wie so ein Thermostat, musst du dir vorstellen, weil ein Thermostat ist ja quasi, wir kennen das von der Heizung, es wird eine bestimmte Wohlfühltemperatur eingestellt. Wird es zu warm, regelt das Thermostat runter, wieder auf die Wohlfühltemperatur. Ist es zu kalt, regelt das Thermostat hoch, wieder auf die Wohlfühltemperatur. Und genauso ein Thermostat haben wir in uns drin. Das heißt, wenn wir in der Kindheit vielleicht viel lauten Streit erlebt haben von den Eltern, dass Türen geknallt werden, schlimmstenfalls, dass sogar Teller, Tassen fliegen, dass sich angebrüllt wird, dass einer weint, dann ist das für uns, so traurig wie das ist, aber das ist für uns ein normaler Zustand. Weil als Kind konnten wir nicht parallel in eine andere Familie gehen und schauen und erkennen, hey, da geht es viel liebevoller zu.
Da gibt es vielleicht mal eine sachliche Meinungsverschiedenheit, aber es gibt keine Beleidigung. Es haut niemand mit der Faust auf den Tisch. Es weint niemand. Es knallt keine Tür oder fällt in Scherben, wenn es eine Glastür war. Das konnten wir nicht. Also haben wir das, was als Kind in unserem Umfeld, was wir dort erlebt haben, das haben wir irgendwann als normal eingestuft. Und wenn wir jetzt erwachsen sind und quasi wieder in eine Beziehung kommen, mit zum Beispiel einer narzisstischen Person und die beleidigt uns, dann denkt unser inneres System, ja, kennen wir von früher, Beleidigungen sind normal und deswegen begehren wir nicht auf. Oder lauter Streit, Anbrüllen, Türknallen, schlimmstenfalls Schläge. Sagt das innere System, wenn wir das in der Kindheit erlebt haben, ja, kennen wir, ist normal. Und hier darfst du lernen, dass das nicht normal ist. Und sicherlich hast du es auch schon erkannt. Und das ist jetzt eine wunderbare Aufgabe für dich, an dir zu arbeiten, dein Selbstwertgefühl aufzubauen, dein Selbstvertrauen aufzubauen, um langfristig harmonische, liebevolle, respektvolle, wertschätzende Beziehungen zu haben. Weil nur dann, wenn du dir das aufgebaut hast, hast du ganz feine Antennen für Manipulation von außen, für Beleidigungen, für Demütigung. Und dann sagst du, wie vorhin schon erwähnt, ganz schnell Stopp oder Tschüssikowski. Okay? Und bist weg. Und auch kein Narzisst will mit so jemand zusammen sein. Das macht denen gar keinen Spaß. Narzissten brauchen Menschen, die sich das gefallen lassen. Okay? Also deswegen die ersten beiden wichtigsten Tools, mit denen du dich vor Narzissten schützt, bau dein Selbstvertrauen auf, bau dein Selbstwertgefühl auf. Beides sind so, so kraftvolle Ressourcen für dein Leben, mit denen du dir nicht nur bestimmte Menschen fernhältst, sondern mit denen du auch viel mehr ja, dein Potenzial leben kannst, deine Ziele erreichen kannst, als ohne. Okay? Also, ich wiederhole es gerne nochmal. Bau dein Selbstvertrauen auf, bau dein Selbstwertgefühl auf. Ganz, ganz wichtig. Zusätzlich zu der Wärme, zu dem Mitgefühl, was du sowieso schon hast, ist das die Erfolgskombi schlechthin. Und das dritte Tool, das ist mehr ein Tipp als ein Tool, aber es ist genauso wichtig. Und zwar, bekomme dein Helfersyndrom in den Griff. Weil viele Menschen, die in Beziehungen mit Narzissten waren, haben ein ausgeprägtes Helfersyndrom. Und das kommt natürlich bei Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, sehr gut an. Aber du kannst niemanden retten, der nicht gerettet werden will. Und es gibt da noch so einen schönen anderen Spruch mit der Brücke. Du brauchst niemandem eine Brücke bauen, der gar nicht auf die andere Seite will. Also, wenn du noch in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person bist, dann erkenne ganz klar für dich, dass es hier nur eine Person gibt, die gerettet werden muss. Und das bist du selbst, beziehungsweise wenn Kinder da sind, auch deine Kinder. Wenn du eine Beziehung hinter dir hast, schon beendet hast, herzlichen Glückwunsch. Dann hast du jetzt quasi den Weg frei, um dir ein völlig neues, geniales, fantastisches Leben aufzubauen und an dir zu arbeiten. Dann hast du alle deine Energie, all deine Kraft für dich zur Verfügung und lässt nicht noch viel Energie für die andere Person. Weil das ist auch sehr, sehr, ja, wichtig zu wissen. Ich habe alle Kraft, ich habe alle Energie, um in mich zu investieren. Ich muss nicht noch Kraft und Energie in diese andere Person investieren, um das auszuhalten. Okay? Und übrigens, alle drei Tools sind auch das Geschenk des Lebens, welches du bekommst, wenn du in eine Beziehung mit einem Narzissten oder einer Narzisstin geraten bist. Weil das Leben schickt uns nichts umsonst. Es hat alles seinen Sinn, auch wenn wir das in dem Moment nicht sehen können.
Und das Geschenk hier ist, dass das Leben dich mit dieser narzisstischen Begegnung genau darauf hinweist, dass du an deinem Selbstvertrauen und an deinem Selbstwertgefühl dringend arbeiten sollst. Denn sehr häufig ist die Beziehung deswegen entstanden, weil du von dem, was der Narzisst nach außen hin zu viel hat, nämlich Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Mut, dass du davon zu wenig hast. Mir ging es damals genauso. Und hättest du nämlich davon genug, hättest du genug Selbstvertrauen, hättest du genug Selbstwertgefühl, wäre dir das nicht passiert. Und damit schließt sich wieder der Kreis. Das Leben macht uns immer wieder Geschenke, an denen wir uns weiterentwickeln, an denen wir wachsen dürfen. Und ich lade dich herzlich ein, diese Geschenke zu sehen. Weil wenn du dich in die Opferhaltung zurückbegibst und sagst, boah, der Böse oder die Böse, wegen ihm oder wegen ihr, kann ich heute nicht ABCD machen, kann ich heute nicht, kann ich heute nicht, kann ich heute nicht, dann bist du in der Opferhaltung und daraus wirst du nichts Neues schaffen, Neues kreieren, daraus wirst du dich nicht weiterentwickeln können. Okay? Und wenn du aber das Geschenk dahinter siehst und sagst, okay, ich schaue jetzt, was ist mein Anteil daran? Was kann ich an mir ändern, wachsen, entwickeln, aufbauen? Dann hast du eine hundertprozentige Chance, aus deinem Leben was richtig Geniales zu machen. Und dann wirst du irgendwann wie ich zurückgucken und bestenfalls sagen, mein narzisstischer Ex-Partner ist das Beste, was mir passiert ist damals. Weil zumindest von mir kann ich sagen, wäre ich nicht so in diesen Schmerz geraten, ja, ich glaube, mein Leben wäre weiter irgendwie dahin geplätschert und wäre nicht so genial und großartig, wie es heute ist. Okay, ich hoffe, dieser Beitrag hat dich inspiriert und wenn du dich hier wiedererkennst, wenn du ein Thema mit Narzissmus hast, mit einer narzisstischen Person in deinem Leben hattest, melde dich gern bei mir zu einer Kennenlernsession und wir finden heraus, wie ich dich dabei unterstützen kann, wieder Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufzubauen. Diese Kennenlernsession ist für dich natürlich völlig kostenlos und unverbindlich. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Wenn du jemanden kennst, für den diese Folge hilfreich sein kann, leite die Folge gern weiter, teile die Folge, damit wir ganz, ganz viele Menschen erreichen, um von diesen, ja, neuen Tools oder neu sind sie ja nicht, aber erkennen muss man sie, dass die davon profitieren. Okay? Wenn du noch mehr zu dem Thema wissen willst, abonniere gern meinen Kanal, klicke dazu auf Abonnieren und danach auf die Glocke, dann wirst du nämlich immer informiert, wenn ich ein neues Video oben habe oder wenn eine neue Folge dabei ist. Ja, und jetzt freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören, wieder sehen. Ich wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit mit viel Selbstvertrauen und einem riesengroßen, einer Tonne voll Selbstwertgefühl. Alles klar, wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, deine Daniela.